Ich darf keinen Turm verlieren, dann habe ich Genau. gewonnen. Ja. Und jetzt treffe ich sogar noch seine Punkte. Ihn auch noch dabei. Und er hat, ja, er hat einen Feuerball. Du kannst nichts machen. Du hast nur Bogenschützen gegen Luft und er hat einen Feuerball. Moin Leute, Trimax hier. Wir haben gerade wieder Reaper zu Gast als Schweinereiter-Experte. Er spielt dieses Deck. Das ist einfach 100% Free-to-Play. Ihr habt keine Legendary-Card drin und keine Epic-Card, wo das Level entscheidend ist. Theoretisch könnte der Tornado auch Level 1 sein, das macht keinen Unterschied. Der zieht immer gleich doll. Aber man hat nur Common- und Rare-Cards drin und er hat es sogar in die Top 100 geschafft. Jetzt ist er gerade Platz 149. Wir schauen einfach mal zu und er wird ein paar Tipps geben und ein paar Gedanken dort äußern, was er dort spielt. Wenn du bereit bist, kannst du anfangen. Ja, ich suche schon. Ah, okay. Stimmt, das dauert immer ein bisschen länger, so weit oben. Ja. Die Gelegenheit nutze ich und hau nochmal deinen Instagram-Link rein, weil für solche Hawk-Skills wird man belohnt. Die 10.000 sind da auch bald voll auf Instagram. 10.000 Follower. Hier der Link. Schaut vorbei, kriegt ihr Tipps. Ja, vielen Dank. Ich suche das tatsächlich selber auch immer. Ja, wenn ich mich auf meine Streams vorbereite, dann gucke ich auch die Pros. Was haben die für Decks gespielt? Was kann ich machen? Da frage ich dich. Okay, ich bin gegen CMC Hack. Oh mein Gott! Gewinnst du das? Jetzt machst du hier live ein Game und musst einer gegen den Bestes, gegen einer der besten Spieler der Welt antreten. Ja, viel Glück wünsche ich dir. Und er hat einen Koboldfass und du hast kein Holz. Genau. Kann man das dann noch gewinnen? Ja, es ist so ein Draw-Matchup, würde ich sagen. Ah, okay. Also mit... Nee, das will ich nicht sagen. Du hast halt echt kein... Du hast nichts gegen sein Kobold fast so richtig. Ja, das erschwert es mir ein bisschen, aber... wenn man keinen Fehler das... macht, dann kann man gut auf Unentschieden spielen. Okay. Okay, okay. Oh Gott, er predicted die Kobolde. Eisgeist, der muss das Ganze lösen. Du hast ein bisschen mehr Schaden verursacht. Jetzt hast du nichts mehr sowas in der Richtung gegen seinen Kobold fast. Ach, du hast ja einen Tornado. Stimmt. Habe ich schon wieder vergessen. Okay, dann geht's tatsächlich wieder ein bisschen. Ja. Er spielt einen Lockbait. Ich habe den Tornado komplett vergessen. Wieder eine offensive Prinzessin. Ja, macht er gut mit der ganzen offensiven Prinzessin. Ja, das war jetzt schon sehr viel Schaden. Der wird das Deck hier nahezu perfekt spielen. Eieiei. Ich versuche jetzt mal mit meinen Kobolden rechts sein Lock zu baiten, damit er da Schaden kriegt, um dann links mit dem Eisgeist und Hogwilder durchzugehen. Geht doch nicht. Okay. Ja, ich wollte eigentlich mit dem Eisgeist, dass ich dann Eisgeist-Zap gegen seine Kobold gehe. Ja, okay. Schweinereiter kriegt einen Hit nur raus. Eisgeist. King Tower ist an. Nice, das war krass. Wieder die offensive Prinzessin. Wie er sie da nach vorne gespielt hat. Kobolde sind dabei, also das ist echt ein Top-Match. Bisher schlägt sich echt gut. 2000 HP und ja, beide Türme und ca. 2000. Schöner Feuerball. Zap dazu, reicht das dann noch für einen Hit? Ne, erstmal nicht. Tornado kommt, Kobolde kriegen auch wieder keinen einzigen Hit raus. Prinzessin Predict, ah doch, das ist ein Predicate. Sehr schön, der kommt an. Aber auch wieder einen guten Ritter dazwischen. Selber ein Ritter dazu. Sein Ritter noch nicht in Turmreichweite. Das hat auch noch eine Goblin-Gang. Da lohnt sich ein Feuerball. Kobold fast kommt. Wunderbar mit Kobold. Alter, du machst ja hier gar keinen Fehler. Holy shit. Krass. Wieder die Bogenschützen werden die Prinzessin ab. Ritter dazu. Diesmal connected er sogar an die Prinzessin. Alter, ich kann nicht fassen. Das ist... So ein gutes Game. Guter Sepp. Kobolde wieder weggezogen. Er wirft einfach 50 Koboldfässer rüber und du kassierst gar keinen Schaden. Er hat noch die Rakete dabei. Das heißt, wenn du einmal ein bisschen zu viel Schaden kassierst, kann er dich da punishen. Das macht aber auch gut. Jetzt kommt... Ja, genau. Jetzt habe ich nämlich nichts. Er hat noch seine Inferno hinten stehen. Ja. Noch ein Hit raus. Also eine gemaxte Rakete macht schon lächerlich viel Schaden.
Guter Tornado. Das ist ein Unschien. Wenn er jetzt eine Rakete bringt, ist er dumm? Nein, Macht macht er er nicht, nicht. okay. Alter. Macht denn der Eiskalt? Krass. Okay. Also gegen den Lockbait-Deck, gegen einen der besten Spieler der Welt, hier jetzt das Unentschieden rauszuholen, teilweise alles mega nice predicted. Und man muss an der Stelle sagen, wirklich mit einem Free-to-Play-Deck. Du hast keine Legendary Card und keine Epic, wo das Level entscheidend ist. Ultra krass gespielt. Auch wenn es ein Unentschieden ist, konnte man aus dem Matchup Ja. extrem viel lernen. Was hat CMC Hack nochmal erreicht? CMC Hack, ich glaube, der war im Finale von Amerika. Ja, Also, oder? Also der war was bei ungeschlagen im uns, Finale und hat ja? dann, glaube ich, im Finale 3-0 verloren. Also, was bei uns in Europa Surgical Goblin wurde und im Finale stand bei CCGS, hat er in Amerika geschafft, ne? Ja. Alter, holy shit. Richtig krass gespielt. Warst du ein bisschen aufgeregt? Ja, ich habe schon öfter gegen ihn gespielt, auch schon ein paar Ja? Mal gewonnen, aber auch schon verloren. Das gucken wir uns an. Hier wird auch geschrieben, der wurde auch zweimal hintereinander Season 1. Echt? Wurde der Platz Weiß 1 ich am gar Ende der nicht. Season? Das weiß ich auch nicht. Ja, ich Hat er glaube, sich der spielt einen geschrieben? Mega-Ritter. Level 5 warte ich. Okay. Ja, später. Aber nur Level 4 geht ja nicht. Das sieht nach dem Surgical Goblin Deck aus. Da bin ich jetzt gespannt, wie du das hinkriegen willst. Alter, Mega Ritter Level 4. Ich habe ihn immer noch auf 2. Oh, ultra krasse Banditin. Was? Hast du den Bug gesehen? Ja. Die hat gecharged, obwohl der Eisgeist in ihr drin war. Ich weiß auch nicht, was der Eisgeist ist. Alter. Okay, Turmhälfte Leben, das ist schon mal ordentlich. Auch Elektromagier auf 5. Ja, Schweinereiter das ist bleibt bei einem halt. Hit. Da muss ich aber auch sagen, da ist aber auch der Mega-Ritter ziemlich gut, ne? Gegen Bogenschützen, Kobolde und sowas Ja, alles. gegen mein Deck ist es halt sehr gut. Ich habe nur kleine Karten und der springt da rum. Auch der Poison-Spell, das ist ja absolut stark. Turm unter 1000 HP. Also viele Leute, die sich jetzt fragen, was das für ein Deck ist, das Deck hatte gerade Surgical vorgestellt und das möchte ich heute auch noch mal ein bisschen anspielen. So zumindest der Plan. Alter, der macht halt echt Damage, der Mega-Ritter, ne? Und der ist nur Level 4. Stell dir vor, der ist Level 5, denn Ja. die Landung auf dem Schweinereiter ist auf jeden Level Fall schon 5 nicht ist der verkehrt. auch. Aber man kann ihn halt, wenn man einfach nur einen Mini-Packer oder sowas hätte, dann ist der gar nicht mal so heftig. Ja, das stimmt. Klar, wie bei jeder Karte gibt es natürlich absolute Konter. Feuerball, Predict, sehr krass, auch die Banditin. Dann noch ein Sepp Ja, die dazu. Bogenschützen helfen da noch gut mit. Ja. Fair Dragon und Fledermäuse kriegen alle Jetzt Schaden. wird ein Miner kommen, nach hinten. Sehr schön, Bogenschützen außerhalb des Poisons gesetzt. Den Miner nicht richtig predicted, aber das ist natürlich auch immer schwierig. Da ist ja auch sehr viel Glück immer dabei. Ja, ich habe den nach hinten gesetzt, weil ich hatte halt schon meine Bogenschützen vorne. Feuerball Predict trifft dort nichts, Schweinereiter. Bleibt bei einem Hit. Das sieht hier aus, wenn die Verlängerung gehen würde, ne? Das geht in die Verlängerung, genau. Oh, Banditin Backdoor, nicht verkehrt. Diesmal charge die Banditin nicht so komisch. Eisgeist kommt dazu. Kriegt einen Hit am Turm raus. Dein linker Turm will safe fallen. Ja, da brauchst du dann noch einen Feuerball. Ja, ich dachte, die Banditen kriegt man mit raus. Ich versuche mal auf Unentschieden zu spielen, wenn es klappt. Ja, jetzt ist sein Deck auf jeden Fall ziemlich stark. Der geht auch down. Ja, es ist halt so in einem Public Game. Ich hätte es hier gerne in der Verlängerung, also in der Challenge gesehen, wo so die Verlängerung richtig lange geht. Nee. Da kann ich mich ja nicht ins Unentschieden retten. Das stimmt auch wieder. Aber hier sind halt schon viele Unentschieden dabei, wenn man nicht gewinnen kann. Ja. Vor allen Dingen mit dem Deck spiele ich jetzt in letzter Zeit so viel Unentschieden. Ja. Ja, ist ja auf jeden Fall nice. Wenn du nicht gewinnen kannst, Ja, spielst du Unentschieden ist unentschieden. die bessere Option zum Verlieren. Das stimmt. Du Der gewinnst, wenn Internet du war gewinnen kurz kannst. Und wenn weg, du nicht gewinnen kannst, Internet. spielst du unentschieden. Alter, der Mega-Ritter ist in der Luft gestorben und dadurch überlebt noch ein Bogenschütze.
Genau dazu, Ja, da Mann. willst du nichts anbrennen lassen. 5 Sekunden Ja. noch. Das Ding ist durch, unentschieden gespielt. Sehr, sehr stark. Krass. Also, wie gesagt, man kann ihn halt gut abfangen. Und wenn, dann spiele ich halt auf Unentschieden, wenn ich es schaffe. Ja. Auch das war wieder ein sehr krasses Game. Beides jeweils sehr, sehr starke Decks gewesen. Schaut da gerne vorbei. Ja, ich schau Gegner. rein. Guck, jetzt löse ich die Kobolde hin. Ja, Das genau, das heißt, ist der ich Start, habe den man sehen wollte auch von Rock dir. Rider halt. Oh, er pumpt. Okay, und dann gehst du. Nee. Oh, was war denn da los? Verklickt. Übel, er schaut in der Pumpe. Alter, okay. Ist das schon Game, wenn man Top 150 Ja, global das ist ist? eigentlich, das sollte jetzt eigentlich. Wenn er jetzt drei Musketiere spielt, habe ich noch eine kleine Chance. Aber sonst Ja. ist es eigentlich verloren. Okay, Also, krass. das schafft man auch nicht so einfach die Pumpe nicht zu treffen. Da muss er noch einen Miner bringen, das ist die nächste Pumpe. Vielleicht bringt er jetzt drei Musketiere, das. Boah, Eisgeist, mir ist aber auch ganz schön stark, ne? Na gut, einen Hit kriegst du noch raus. Ist ja wieder so ein Push da am Start. Kriegst du noch. Ja, okay, du hast den Ritter. Die Bogenschützen greifen jetzt aber den Miner an. Das macht er gut. Super Eisgeist aber auch dazu. Die Banditin greift Bogenschützen an, nicht den Turm. Okay, spart dir ein bisschen Damage. Ich habe ihn ja auch. Ich darf ihn jetzt einfach nicht mehr Turm kriegen lassen. Ja. Ja. Und dann? Und dann habe ich gewonnen, weil ich dann seinen Turm kriege. Weil wenn er drei Musketiere spielt, habe ich halt die So eine leichte Feuerflöte. Taktik einfach. Ich darf keinen Turm verlieren, dann habe ich gewonnen. Genau. Ja. Und jetzt treffe ich sogar noch seine Pumpe mit Was? vierfacher Okay, damit ist Kraft. alles wieder ausgeglichen. Holy shit, das war Tornado Feuer. Alter! Was? Dieser Play war ja wohl nochmal geiler als der Missplay von vorhin. Damit hast du deinen Ruf wieder komplett hergestellt. Ja. Eieiei. Oh Gott. Wie viel Value? Kann das mal jemand ausrechnen? Absolut Viel. krank. Ganz viel. Viel zu viel. Schweinereiter. Ein Hit am Turm. Da hat er jetzt aber auch einen verrückten Push. Doppelbanditin, Doppel-Eisgolem? Super Eisgeist. Bandite geht auch noch down. Kobold kommt zurück. Alter. Schon wieder Feuerball-Tornado. Oh Gott, der arme Spieler. Jetzt sind die drei Musketiere schon nicht mehr so Meta und dann spielst du noch so frech Doch, die gegen kommen die. gerade wieder. Die Die kommen gerade kommen gerade wieder. Ja, okay. Schöne Kobolde, Bogenschützen scheinen dort zu überleben. wieder. Oh, der zweite Missklicken. Vier Bogenschützen unterwegs. Selbst am Start, Schweinereiter kriegt einen Hit raus. Gewinnst du das noch, ist die Frage. Ihr macht beide sehr viel Schaden. Ich glaube, der hat jetzt einfach Schiss, seine drei Musketiere zu spielen. Ja. Schweinereiter, ein Hit wieder. Doppelcharge der Banditin, das ist schon sehr viel Schaden. Kobolde dazu mit Eisgeist. Ah, das sieht auch gut aus. Alter, was für ein ausgeglichenes Game. 938, 960 HP. Feuerball kommt, Schweinereiter ist dran. Ein Hit. Ja, okay, jetzt brauchst du noch einen Feuerball. Aber jetzt muss erstmal noch verteidigen. Krieg ich nicht mehr verteidigt. Oh, 28 HP. Nein. Oh, Alter. Wie knapp. Was für ein Game, Alter. Holy shit. Hat er seine Minions und ich habe einen Gegner. Typhoid Pro Gamer. Yep. Der hat die meisten Challenge-Karten im ganzen Spiel. Ja, ich weiß, der hat ja ganz viele schon, ne? Ja, so 850.000 oder so. Jetzt fast eine Ja, Million. das ist absolut viel. Wobei es auch nur eine Frage der Zeit ist, bis Bixby ihn aufholt. Ja. Das ist ein guter Start. Eisgeist selbst gegen eine Minion-Horde. Jo, 2100 HP hat der Turm. Ist der Typ so gut oder spielt er einfach nur mega viel? Ich glaube, der spielt nicht alleine aus seinem Account. Also, da müsst, ich glaube, der spielt nicht alleine, weil
Na toll. Alter, Lava-Hund, Inferno-Dragon. Das ist, Ja, der hat, glaube keine ich, Chance. glaube, der hat noch einen Feuerball dabei. Wenn das der Fall sein sollte, hast du gar keine Chance, ne? Das Deck ist, glaube ich, das wurde gerade beim Turnier Ist der gespielt. größte Hardcounter, den es gibt. Ja, das ist krank, auf jeden Fall. Treffe ich auch nicht mit. Das Deck hat, glaube ich, Honza gespielt, weil das gerade momentan absolut stark ist. Er meint auch, er mag das Deck nicht, aber das ist so stark, dass er spielen musste. Ja, das ist das Deck. Wenn er jetzt noch einen Feuerball dabei hat, dann ist es das Deck. Ja, habe ich halt auch keine Chance, weil ich halt nur die Bogenschützen habe. Ja. Ja, einfach ein Lava-Hund-Deck, aber ohne Ballon. Doch, doch, der hat einen Ballon. Sicher? Glaube ich. Ich weiß es nicht, Er aber hat tippe ich eine mal. Karte ist übrig und hat auch keinen großen Zauber gespielt. Er müsste doch einen großen Zauber dabei haben, oder? Oder einen Ballon, ich weiß es nicht. Feuerball kommt, Schweinereiter im Inferno-Drachen, der macht dann auch sehr viel Schaden. Yep. Was hast du denn? Du hast ja eigentlich gar nichts gegen Luft, nur die Bogenschützen, ne? Genau, nur die Bogenschützen. Alter, das ist ja. Okay. Ja, das ist halt schon fast verloren. Ich Ja, habe noch ja. nicht mal gegen so jemanden gewonnen, aber. Das war nice. Mit dem Feuerball kriegst du auf jeden Fall noch den Turm, aber die Gegenoffensive ist zu krank. Da überlebt ein Minion. Mega Minion auch noch dabei. Und er hat. Ja, er hat einen Feuerball. Du kannst nichts machen. Du hast nur Bogenschützen gegen Luft und er hat einen Feuerball. Das ist ja ultra frustrierend. Holy shit. Genau. Er hat auch einen Grabstein in der Defense. Jetzt müsstest du nochmal zum Feuerball durch. Oh. Ja. Alter, einfach ein Eisgeist. Sepp kannst du jetzt finishen. Also nicht finishen, aber. Vom Schaden liegst du jetzt sogar vorn. Alter, dieser Feuerball. Oh, das habe Macht ich ja gar nicht er dich nicht gesehen. wahnsinnig? Ja, der macht einen wirklich wahnsinnig. Schafft es ein Eisgeist an die Minion heute? Ne, greift nur den Lava und an. Bogenschützen dabei. Meine hat er ja auch noch. Das war gut. Oh, noch ein Inferno-Dragon. Super, Sollten Kobolde sein. super Eisgeist. Alter, du wehrst dich aber auch, ne? Da ist ein Tornado gut. Mega Minion kriegt da auch nichts mehr hin. Alter. Na, setzt den Grabstein sehr weit nach vorn. Schweinereiter noch ein Hit. Bogenschütze mit dran. Er muss noch meiner setzen. Setzt ihn dann so unter Druck. Alter, was machst du hier? Holy shit. Gewinnen. Oh mein Gott. Alter. Du gewinnst. Nein. Magiespur, nett. Die öffne ich mal direkt. Ich fass es nicht. Wie kann das sein? Wie kannst du das gewinnen und auch gegen so guten Spieler? Teil mal die Wiederholung, dass wir das Profil sehen. Alter, guck dir an, wie der Chat Ja. ausrastet. So ein Hardcounter. Du hast nur die Bogenschützen gegen Luft. Und er hat einen Nee. Feuerball. Gegen die iPad Pro Gamer. Guckt euch den mal an, wie viele Karten hat er gewonnen. 860.000 Karten gewonnen in der Challenge. Maximale Siege 20. Oh mein Gott. Was sagst du dazu? Wie konnte das passieren? Weiß selber nicht. Also hätte er einen Ballon gehabt, wäre es, glaube ich, noch ein bisschen anders ausgegangen. Ja. Aber das ist trotzdem eigentlich fast unmöglich zu gewinnen. Alter. Wir haben es gesehen, Alter. Übel. Übel nice.